Ist ja englisches Teil, deswegen. So, und wie ihr seht, das Zeug fällt auch nicht raus, denn wir haben ein Automatic Crafting Table. Und in einem Automatic Crafting Table fällt nichts raus, das war ein Auto Crafting Table. So, jetzt haben wir einen Wrench, der ist manuell. Aber das reicht mir nicht und euch bestimmt auch nicht. Also, Electronic Circuit und Batterie plus ein Wrench ergibt ein Electric Wrench. Nachteil, den muss man aufladen. Vorteil, zwei gleich. Der erste, es gibt einen Modus, M, rechts klicken, Lossless Wrench Mode. Da ist garantiert, dass ihr das Item, was ihr abbaut, nicht verliert. Bei einer normalen Wrench habt ihr natürlich, also habt ihr die Chance, dass ihr, wenn ihr Rechtsklick macht, ein Item auch verliert. Also wenn man eine Maschine mit einer normalen Pickaxe abbaut oder sonst irgendwas, dann geht die Maschine kaputt und wird in einen Maschinenblock verwandelt. Also dieser Macerator, wenn ich den jetzt abbauen würde, würde er in einen Maschinenblock verwandelt werden. Hingegen mit dem Wrench kann man diese Chance stark erhöhen, dass er immer als Macerator zurückkommt. Hingegen mit dem Electrical Wrench im Lossless Mode, mit einem Rechtsklick wohlgemerkt, könnt ihr den Lossless Wrench Mode anschalten und dann ist garantiert, dass ihr genau das Item zurückkriegt, was ihr da hingestellt habt. Und natürlich hat der Vorteil, ist der zweite Vorteil, man kann es immer wieder aufladen und man muss nicht sich jedes Mal einen neuen craften. Das ist der zweite Vorteil. Nachteil im Lossless Wrench Modus ist hingegen, dass das Ding verdammt viel Energie braucht, wenn also es mit einem Schlag fast das Ding leer macht, wenn es denn mal wirklich Lossless braucht. Ansonsten ist es aber sehr effektiv. Man kann es auch ab einer Batteriebox schon aufladen und naja, ist halt ein sehr wichtiges Tool. So, kommt in unsere Tools-Kiste, in der schon längst nicht mehr nur Tools drin sind. Gut, egal. Wir haben nämlich jetzt Glowstone Dust und deswegen ist mir jetzt alles egal. Denn ich kann jetzt gleich zwei wichtige Anforderungen mit Pipes machen, nachdem ich diese blöde Cobblestone-Kiste mal wieder geleert habe. Und wieso? Danke. So und so und... Na komm, verbrenn den Scheiß, meine Fresse. Mal dieses Gelecker auf Servern, das geht mir so offen. Piep. So, so, na komm. Ganzes Teil. So. Ich lasse jetzt nicht laufen, aber ich werde jetzt eine Weile lang mal einfach die Aufnahme weiterlaufen lassen und mal gucken nach einer Weile, bevor ich ausmachen muss, wie viel Cobblestone da ist. Also ich lasse jetzt die Aufnahme nicht laufen, ohne was zu tun, aber ich unterbreche sie jetzt nicht mehr, damit ihr mal wisst, wie schnell sich diese Maschine auffüllt. Ich mache sie jetzt mal komplett leer. Und jetzt schaut mal, wie schnell sich die wieder auffüllt, also wie schnell die jetzt wieder voll ist. Gut. Aber zurück zu dem, was ich eigentlich machen wollte. Und zwar wollte ich nämlich nicht das machen. Das wäre eine Sache, die kann ich gut machen. Aber es gibt eine effektivere Variante, das Ganze zu tun. Denn mit Pipes gibt es ja dieser Default, also die... ja, ich brauche natürlich jetzt einen Wrench. So. Also. Damit geht das hier, sind ja Basic Logistic Pipes. Die kann man als Default Route einstellen, alles toll. Ganz super Funktionalität. Und wieso kann ich jetzt nichts löschen aus der Zeile? Auch ganz toll. Wieso? Danke, endlich. So, jetzt kann ich wieder löschen. Also, jedenfalls, wie gesagt, ganz tolle Sache eigentlich. Aber eben, man braucht zwei Pipes. Nämlich einmal die Basic Logistic Pipe als Default Route und einmal eine Provider Pipe, die halt die Items aus der Kiste auch wieder provided, damit man sie hier requesten kann. So, das Ganze geht jetzt natürlich wesentlich einfacher. Und zwar, also intensiver, also es ist ressourcenintensiver, man braucht, es ist teurer zu besorgen, aber es ist effektiver in zwei Sachen. Erstens, du brauchst nur einen einzigen Slot, nämlich ich werde den unteren nehmen, dann kann ich mich unter durchgehen und mache die Wand hier nicht so kaputt. Und zweitens, mit dem Teil, was wir machen werden, nämlich dem Item Sync Modul, zumindest in der neueren Version ist es so, ich weiß noch nicht, ob es in der alten genauso ist, das wird sich aber bald herausstellen,
fällt das Zeug nicht raus. Also normalerweise Sachen, die in die Default-Chest geroutet werden, werden natürlich immer auf die kürzeste Route geschickt. In dem Fall ist es egal, weil beide Routen genau gleich lang sind. Das ist hier also egal, weil hier nämlich die Hauptleitung, Zuleitung rankommt und beide von da aus genau gleich weit zu den Diamant-Chests gehen. Aber trotzdem ist es so, wenn diese Kisten voll sind, da kommt ein Item an diese Pipe, dann fällt das Item raus. Hingegen, das Item Sync Module merkt, dass die ganze Kiste voll ist. Das heißt, es schickt es dann zur anderen Kiste, die vielleicht noch nicht voll ist. Das ist der Vorteil, wenn man es mit Chassis Pipes macht, wie ich es jetzt tun werde. Das heißt, ich baue mal schnell hier unten ab. Kann ich das abbauen, um runterzufallen? Ja, sehr schön. Gut, dann baue ich das jetzt ab. Und mache das Ganze ein bisschen effektiver. Nämlich mit Chassis Pipes. Und zwar Chassis Mark II. Man kann die ganzen jetzt natürlich mit drei Iron Chipsets herstellen. Aber erstens dauert das ewig. Und zweitens können wir die noch gar nicht herstellen. Zumindest nicht richtig. Also wir könnten, ich glaube, könnten die ja nicht schon herstellen. Also bräuchten wir dafür ein Assembly Table. Das ist das Ding. Diamond G, das können wir alles. Und, scheiß Caps Lock. Und ein paar Laser. Laser können wir auch herstellen. Das heißt, das Einzige, was uns eigentlich fehlen würde, wäre eine vernünftige Engine. Weil die effektivsten sind eigentlich immer die Electrical Engines. Die sind eigentlich somit die besten für solche Sachen. Also die kann man gut an- und ausschalten zwischendurch. Meine sonstigen Lieblinge sind die Biogas Engines und die Peat Engines. Also die Electrical Engine benutze ich eigentlich nicht so viel. Und die Standard sowieso nicht. Also Redstone Engine, Biogas Engine, Peat Fight Engine und Electrical Engine sind eigentlich die besten. Die beiden kann man vergessen, wenn man Forestry installiert hat. Also werden wir jetzt übrigens auch später noch einen Peatbot bauen. Aber das kommt alles noch viel, viel später. Zuerst einmal kommt jetzt natürlich das Logistik-Netzwerk. So, und wir waren gerade eben bei den Chassis Pipes. So, übrigens mit Doppelklick könnt ihr genau markieren. Also ihr könnt zum Beispiel jetzt, welche von den Items enthält C. Keins von denen ist ein Chassis Pipe, also hat auch keins von denen C drin. Gut, egal. Doppelklick drauf, fertig. So, ihr könnt das Ganze natürlich auch mit Iron hin und her stellen, aber das ist natürlich wesentlich ressourcenintensiver, denn ein Redstone Iron Chipset, ich kann euch das jetzt nicht zeigen, aber das ist ein Redstone und ein Eisen. Hier sind es 8 Eisen insgesamt, da sind es 3 Eisen insgesamt. Liegt also an euch, ob ihr jetzt Ressourcen sparen wollt oder halt lieber ein bisschen Zeit mehr habt, aufwenden wollt und dafür Ressourcen sparen wollt, oder ob ihr ein bisschen sofort craften können wollt oder und dafür halt ein bisschen Ressourcen verlieren wollt. Ehrlich gesagt, ich bin der Meinung, solange man Equivalent Exchange drin hat, ist das hier immer das bessere Rezept. Weil es ineffektiver ist, weil es einfacher ist, die 512 EMC zurückzubekommen, die man mit zwei Eisen durch den Verlust von zwei Eisen hat, als die Energie, die man verschwendet, um die Laser zu betreiben. Laber, 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 laber. Kommen wir jetzt endlich zu dem, was ich eigentlich machen wollte. Ich schweife sehr gern vom Thema ab, ich weiß. Okay. Also, wir wollen Eisen. Eisen kriegen wir. So, Eisen. Bisschen Eisen, gleich mal auf jeden Fall ein Stack. Stack ist immer besser als nichts. So, und dann machen wir einmal. Nein, zweimal sogar 8 Stück. Weil sieht, so kann man auch ein Iron Furnace craften, braucht aber mehr Eisen. Und was das angeht, da bin ich ein bisschen sparsamer. Aber gut. 2 Chassis Pipes. Einmal hier. Und einmal gleich da hinten. So. So, einmal wieder ein bisschen Cobblestone mitnehmen. Dann kann ich nämlich hier zumachen und hier auch. Und stattdessen da aufmachen.
Das machen wir gleich mit der Surfforce Rendingale. So. Aber egal. Das war gar nicht meine Absicht und das da auch nicht. Das sieht auch wunderschön aus. Naja, gut. Später verlege ich die Pipes sowieso alle komplett unter der Erde. Dann sieht man das gar nicht mehr. Ich glaube, das mache ich auch jetzt schon. Ich verlege die komplett unter der Erde. Philosopher's Stone habe ich dabei. Zack, zack, umtransmutiert. So, was ich aber trotzdem brauche, ist natürlich ein Anschluss an diese hier. Aber das mache ich dann dieses Mal ein bisschen anders. Vielleicht mache ich das hier. Ja, ich glaube, da ist ein guter Platz. So an und dann hier runterbuddeln. Nipp. So. Und kann ich fliegen? Ja, immer. Manchmal sollte man das vielleicht auch nochmal kurz vorher austesten. Das ist vielleicht teilweise effektiv. Und man sieht schon, man kann unter Wasser fallen, während man fliegt, nicht so gut Items abbauen. Das ist natürlich irgendwie logisch. Also irgendwie auch nicht. Aber es ist einfach so. Also, naja. Laber, 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 scheiße. So, gut, egal. Das brauche ich trotzdem. Na, das wollte ich doch gar nicht. Ich will das. Uah. So, das wollte ich. Na endlich. Nach 30.000 Oballa versuchen. So, okay. Meine Fresse. Das sieht nur noch scheiße. So. Aber das will ich ja. Gar nicht, scheiße, jetzt ist hier die Wand. Ne? Ist natürlich dann nicht so schön. Zack, zack. Ist natürlich dann nicht so schön, wenn da die Wand ist. Aber dann sieht man die scheiß Pipe ja. Dann führe ich sie mal hier drunter. Und dann darunter, das geht. Sehr schön. Das funktioniert so. So, das geht. Hier wieder hin. Shift und zack. Erde. Gut, okay. Dann habe ich jetzt hier eine Kreuzung. Also, Basic Logistic Pipe. Dann hier runter. Dann brauche ich das Ding nicht einmal. Und dann habe ich hier meinen Anschluss. Hier wieder nach unten, wieder eine Basic hier dran. So. Sehr schön, Emma. Wir mögen dich ja alle. Ja, ich weiß. Ich mag dich ja auch. Und da ich dich so sehr mag. Hallo. Grax, diese Tiere nerven mich. Okay. Dann habe ich jetzt das System verbunden. Das ist mit der Requesting Pipe verbunden. Das sind Provider. Da müssen jetzt noch Module rein. DH. Ich mache hier auf, da auf. Und doch nochmal auf. Da auf. Und dann kann ich hier nämlich. Das mache ich auch nochmal auf. So, hier brauche ich jetzt nicht aufzumachen, weil da kommt später unser Relay hin. Das kann dann auch direkt mit einer Logistic Pipe sowieso angeschlossen werden und läuft dann hier rum. Das ist sowieso egal, das wird dann nachher dann geroutet. Wobei, das Relay kommt sowieso ein komplett eigenes Pipe-Netzwerk, also kommt da durch. Sehr schön. Da kommt das Relay ans eigene Pipe-Netzwerk. Okay, jetzt brauche ich aber erstmal ein paar Module. Das hier. Also wie ihr seht, ich habe mir nicht einmal unterbrochen. Das ist in der kurzen Zeit an Kobbel zusammengekommen. Nee, viel Kobbel.
So, aber jetzt kommen wir zu den Modulen. Module. So, und zwar gibt es eine Menge Module. Es gibt Item Sync, es gibt Passive Supplier, Extractor, Polymorphic, Quicksort, Terminus und Extractor und Provider Module. So, wir brauchen zuallererst einmal zwei Stück. Das Provider Modul und das Item Sync Modul. Das Item Sync Modul ist das gleiche wie eine Basic Logistic Pipe. Das werdet ihr weiterhin noch sehen und Scheiße. Das ist der Grund, warum das nicht geht, weil das grüne Zeug braucht. Kaktusgrün, soweit ich weiß, kann man wirklich nur, also Kakteen kriegt man, soweit ich weiß, wirklich nur per Juju-Wetter. Es gibt, soweit ich weiß, keinen anderen Weg. Aber das Zeug kommt man leicht und das andere Zeug, man kommt an vieles ganz leicht, wenn man weiß wie. Aber ich glaube, Kaktus ist das Einzige, was man überhaupt nicht kriegt ohne Juju-Wetter.